Wir brauchen immer noch Ender-Augen. Perlen, aber. Ja. Erst oben hast du nur zwei hoch, ne? Damit da keine Endermen sonst spawnen, wie ich mich kenne. Ja. Dachte ich mir. Das Ja, weil heißt, wir. wegen Wasser, ansonsten ging es nicht. Naja. Sag mir doch mal bitte, wie sollen wir jetzt an Enderman rankommen? Die Creepy Doll. Wenn man die in eine Barrel of Witchwater reinhaut, dann kriegt man Enderman. Ja, und Bridgewater? Ja, dafür haben wir alles da. Bloß keiner macht's noch nicht. Ich weiß auch noch nicht warum. Ja, weil ich den Staub nicht finde. Komm, Staub ist doch hier irgendwo drin. Ancient Dust. Ach so. Normalen Dust habe ich hier, das ist kein Ja, Problem. Ancient Spores ist das. Oder Ancient Spores, ja. Ja, dann lass es mal irgendwo aufbauen. Würde kurz Anleitung durchlesen. And this was a dirt block near a barrel filled with water to start. Noch ein Barrel, okay. Ja, ich habe mir gerade schon eins geklaut. Ich brauche die draußen doch. Wo wollen wir das hinbauen? Bei die Hühner. Oh, da sind sogar schon vier Eier drin. Was? Ach so, du hebst das Zeug auf. Ja. Ich habe nicht genügend Dreck, glaube ich. Ich habe nur zwei. Warte mal Wie weiter. viel brauchen wir? Ich, keine Ahnung, ich hätte halt so ein 3x3-Feld gemacht. Und dann Barrel in die Mitte. Die Angry Zombies überleben mit einem halben Herzen nebenbei. Mit einem halben Herzen, Ja. okay. Ja, warte, in die Mitte können wir Holz machen, da wächst eh nichts drauf. Müssen die irgendwie dunkel haben, oder wie? Keine Ahnung. Liegt so viel Zeug rum, was ich unbedingt haben will. Ja, Simon muss halt Turn öfter vorbeigehen. into which water mushrooms to spawn on mycelium. Instant makes all sand 15. So, Ich sollten hab's wir. schon eingesammelt. Ich habe gerade kurz einmal einen Stein aufgemacht und bin Ja, reingelaufen. sollten wir vielleicht nicht unbedingt hier über dem Nichts machen, weil wir es im Endeffekt aufheben müssen. Ach, du Heilige. Was müssen wir aufheben? Ja, das Myzel und so weiter. Also aus Rotten Flesh wird auch Dings habt ihr gesagt, ne? Ah, Zehn. okay. Da habe ich gerade schon reingefüllt. Da habe ich gerade reingefüllt. Der war voll. Danke, Egal. Simon. Kein Problem. Fülle ich den jetzt auf, ne? Weißt du? Füll doch den im Haus auf. Der ist doch schon voll. Dann Wir bauen wir brauchen halt mehr mehr, verdammt Barrel. nochmal. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, wir sollten das eh mal automatisieren mit Hoppern. Geht das? Also was bringt das halt die Frage? Ja klar, komplett automatische Dreckproduktion. Naja, muss trotzdem rein raus tun. Was wollten wir nochmal, Nein, was zu rein viel Wolle draußen macht gebraucht der hat? Hopper. Was ist denn eigentlich? Full Orkwunder, was auch immer. Simon. Was war? Was wollten wir nochmal, was so viel Wolle gebraucht hat? Also 8 Wolle außenrum. Weiß ich nicht. Mir nämlich echt nicht mehr sicher. Es war ein Übrigens, Angeln, da oder? oben steht jetzt eine Creeper-Trophäe am Rand. Kommt an die andere Ecke. Da komme ich nicht ran, Mist. Nee. Hahaha. Heppa. Nee. Doch geht. Aber schaut sich nicht nach vorne. Mist. Doch, mir Wo hilft kommt das Wasser her? Okay, wenn ich springe, geht's. Das habe ich da rein. Ach, kann man einfach so mit dem Eimer reinfüllen, oder wie? War jetzt nicht klar? Nein. What the fuck?
Wasser in ein Fass mit reinfüllen. Nee, das ist unlogisch. Ich bin, wie gesagt, trotzdem dafür, dass wir erst das irgendwo eine Unterlage machen, aber gut. Ja, wenn wirklich, kann man ja mit dem Wasserbucket runtergehen und eine Plattform drunten schaffen. So, da, mit Seel. Jetzt muss es halt spreaden, unter Spreaden. Mhm. Klaus. Macht das wirklich Schaden, oder? Frage ich mich gerade, macht das wirklich Schaden? Oder nicht? Platz. Ich kann schon. Können die Item-Ducks nicht auch rausziehen aus irgendwelchen Inventaren? Können sie ja. Mit einem Servo. Mit einem Servo. Beziehungsweise der Hopper kann auch, glaube ich, automatisch daran modputten. Nee, die Rohre holen sich dasselbe. Das machen die automatisch. Nee. Übrigens, vielleicht solltest du den Magneten nicht überall anhaben, weil du dann alles mitnimmst, weißt du, ne? Da guck ich mal schon aus. Oh, cool, ich hab Armor. Inver Armor. Das ist schön. Wovon gekriegt? Von irgendeinem so Zombie wahrscheinlich. Ah. Na wirklich, man kommt halt nicht drauf, dass das hier logischerweise passieren könnte. Mit dem Wasser im Barrel. Nein, da kommt man überhaupt nicht drauf. Nee. Das ist unmöglich. Also ich kam drauf. Man kann nie wissen, wie logisch die Mod-Autoren wirklich denken. Da, aber da brauchen wir jetzt gerade. Da brauchen wir jetzt eine Ranch für, oder? So, Pneumatik, okay. Hey, cool, das Ding ist schon Witchwater geworden. Und da kommen Mushrooms. Gut. Dann wollen wir mal einen Enderman spawnen, oder wie? Ach, können wir. Dann gehe ich aber. Mit meiner Pfanne könnte ich ihn wahrscheinlich mittlerweile fast one-hitten, aber dann fliegt er auch ganz weit weg. Deswegen baue ich hier nichts mehr in die Plattform. Oh, nice. Nebenbei kann man wahrscheinlich bald mal den. Ach, ich wollte ja eigentlich Eisen hier rausholen, ne? Genau. Oh, da ist das Eisen schon wieder raus hier. Ich hoffe, der spawnt jetzt nicht drauf. Warte mal, lass mich das rausleveln. Hat jemand aus dem Smeltery Controller das Eisen rausgenommen? Ich weiß nicht. Nö, ich auch nicht. Also irgendwer muss Eisen geschmolzen haben, weil ich habe Eisen reingepackt und ich sehe es nicht mehr. Hier ist Eisen in der Kiste. Zwei Stück. Zwei Stück? Mhm. Das hat doch jemand geschmolzen, okay. Ich brauchte zwei Eisen, aber ich weiß nicht mehr wofür. Aber ich hast du jetzt zwei hoch? Beziehungsweise, warum denn da das Lab nochmal drauf? Damit der Enderman da nicht drauf spawnt, sondern hier unten, gleich neben dem Barrel am besten. Ach so. Mhm. Hat jemand so die Creepy Doll dabei? Nee. Okay, übrigens. Kannst du holen. Okay. Wo spawnt der dann denn? Ja, keine Ahnung. Deswegen, wenn der hier hat, man das nicht eher nachts nach machen? Raus. Meine nur. Oh ja, ja, klar, wenn man das zum Tag macht, ist er sofort weg. Hm, stimmt. Ich mal das Buch durch, weil irgendwo viel wollte ich Dings haben. Die beiden Eisen. Sonst machen wir halt erstmal Soul Sand. Oder? Das kriegen wir als Belohnung. Nee, oder? Soul Sand brauchen wir. Eine Creepy Doll kriegen wir noch als Belohnung. Ah ja, stimmt, da muss man jetzt Sand reinkippen, ne? Ja. Den produziere ich gerade. Wie keiner die Bäume erntet, sondern nur die Blätter. Ja, da, wir haben ja jemanden mit einer Ex auf dem Stream. Ja, aber keiner wollte ja. Der will nicht.
Nee, keiner hat mich bis jetzt gefragt. Wir hatten genug Holz bis jetzt gehabt. Wir brauchen halt Äpfel und wird's nicht mehr. Ja, dann gib mir die mal, dann kümmere ich mich mal ein bisschen intensiver um die Äpfel. Kann ich halt. Klar, gut, hier. Dankeschön. So. Oh, es gab einen Grund, warum ich die beiden Eisen haben wollte. Für ein Servo? Vielleicht? Nee. So, Soul Sand. Ich wollte was machen, hab ich gesagt, oh, dafür brauche ich auch 2 Eisen und dann, ja, da ist okay. Soll ich dir dann, hast du ja gesagt, dann soll ich dir dann hier die Steine und den Hammer geben und ich weiß nicht mehr, wofür ich das Dings haben wollte, meine Güte. Das ist schwierig, ja. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran, was du wolltest. Soul Sand Glowstone, das haben wir ja. Du hast ja mit 2 Glowstone Blöcke. Ja. Die Pickaxe of the Core hatte Frugal drauf, glaube ich, oder? Nein. Okay. Die Exeter Stream hatte Frugal drauf. Achso. Hm. Warum? Weil Frugal ja praktisch hier mehr rausholt. Ja klar, also aber die macht Schaden. Die hat 5 Schaden, also mit der kannst du locker auf den Engelmann einschlagen. Nee, es ging jetzt auch hier um den Glowstone Block drum. Ob das vielleicht geht. Achso, das, nee, das geht dann damit nicht. Na, weiß ich nicht. Mit der Exeter Stream nicht. Kann man mit der Hoe of Growth auch? Ah, sehr gut. Ich hab mir mal kurz die Hoe geklaut. Aha. Ach, ich weiß wieder. Ja? Ich wollte 2 Eisen haben für Iron Nuggets für den Eisenzauberstab. Ah, siehste. Weil 9 Nuggets ja nicht reichen, man braucht natürlich genau 10. Gut, damit haben wir 4 Glowstone Dust. Fehlt noch eine Ender Pearl. Ja. Die haben wir ja. Jetzt wird's Nacht, jetzt kann ich ja eigentlich schon mal, oder? Wir haben 3 Glowstone Dust gerade, also auch in der Kiste schon drin. Ja, ich weiß, ja, einen habe ich mir jetzt noch im Inventar behalten. Okay. Blackfest! Eggfest. Nein! Ja. Lass den aus! Ich brauch die Äpfel! er macht hier rechtsklick und so. Machst hier. Nein, das waren die Obstbäume. Depp. Ach, der eine Obstbaum hier, der Bananenbaum wurde auch schon abgefällt. Ja, klar, komm. Was? Depp. Du hast einen von unseren Obstbäumen gefällt. Gib mir die Axt zurück. Ich brauche Äpfel! Ja, das kannst du mit einer gescheiten Axt machen. Nee, warum? Meine Fresse. Naja, egal, wir haben genug Obst vom Sesslingen, bauen wir halt wieder neu. Die Items krieg trotzdem ich. Leute, oder beziehungsweise was sich in dem Fall eher, was in dem Fall eher passt für eine Aussage, Mädels. Ja, bitte? Ja, irgendwie ist es schon so ein bisschen Zickenkrieg. Also bei euch beiden gerade, aber gewaltig. Also, naja. Nicht böse gemeint, nur realistisch gesehen. Ja. Ach, wie schön, das ist ja. Dann gib mir wenigstens die Stadtklinge. Jetzt sitzt der Regen. Ja, ja. Da und hier und da. Das kannst du gerne auch haben. Gut. So, ein Bücherregal können wir noch nicht machen, weil wir bei weitem noch nicht genug. Erregend ist aber blöd. Wegen Enderman. Klar, wir können ja warten. Kein Problem. Wir können einfach Nacht schlafen gehen, weil. Ne, ist wieder Tag. Dann ist wieder Tag. Ah, wir haben genug jetzt. Ja, bei mir fast klar. Nee, Primärziel bei mir jetzt erstmal. Bücherregal für Samen, aber klar. Mhm. Wir haben kein Leder. Kann man Bücher nicht auch anders machen? Muss ich nachschauen. Ich meine, das ginge. Ich schau nach. Ja genau, mit Blank Pattern und String.
So. Ah, nice. Nächste Quest fertig. Gut, das ist natürlich ein ziemlich hartes Buch, aber klar, das geht natürlich. Ja, Hardcover halt, ne? Ja. Really Hardcover. Quest ist fertig. Was für eine? Die Juicing. Ah, ja, die Wasser, ja. Ja, Wasser, genau. Saft, wollte ich sagen. Mhm. Ui, Eisen. Hell's Kitchen war das, ne? Mhm. Und eine gute Reward Bag. Das haben wir da schön. Nice Reward. Wow. Ganz, ganz viel Essentia. Oh, nice. du meinst die Bottles. Cool, Stimme, ja. Die von Cinderpearl. Ich hab irgendwelche Juice und Jelly bekommen. Bike Pick. Okay, but not great. Black Stonebound Harmack. Destroy Attack. Ja, jetzt habe ich eine schöne Axt. Eine schöne Pickhacke. Pickhacke. Ist die besser als die Pickhacke, die ich hier gerade habe? Du kannst Formkraft noch nicht mal richtig verwenden, glaube ich. Oder kriegst du das irgendwas Reward? War wie? Na, für die Scherben brauchst du Formic Bees. Ja. Die kann man bestimmt als Reward kriegen. Außerdem, irgendwann werden wir zu Sonic Beast kommen, also. Naja. Ja, ist einfach so. Irgendwelche Runen. Sacrificial Orb. Naja, gut. Hat irgendjemand sein Herz noch nicht wieder hier reingepackt? Ja. Ich muss aber sagen, die Spitzhacke sieht cool aus irgendwie, wenn man die mal anschaut. Ja. So, nächstes Quest für dich. Bestes Quest. Ja, so ein, ja, nur Essensquest, das geht ja. Ja, wieder ein Reward Back und ein Herz. Ganzes sogar, wow. Was? Ach. Power Catalyst. Und Lengthen Catalyst. Power Catalyst, das sieht cool aus. Ui. Diamond Horse. 29 Herzen. Useful. Oh. Blackberry Seed, Corn Seed, Lettuce Seed. Useful. Eine komplette Lederrüstung enchanted. Armor. Wieder von Blood Magic. Irgendwelche Paranoid Pest Pyro. Protection 5 auf einer kompletten Lederrüstung. Nice. Frank, ich hab da was für dich. Was denn? Nimm meine Samen, da. Nimm meine. Was? Alter. Schön verpackt, dankeschön. Das sieht so toll aus. Vor allem ist das eine komplette Protection 5-Rüstung, ne? Krass. Die ist cool. So, damit bin ich als nächstes Gewürze. Damit bin ich jetzt wirklich unangefochten, der Kämpfer hier. Ja, ja. Spice it up. Und besorgen mir doch mal Knochenmehl, bitte. Ja, das mache ich dann auch mal. Spice it up dann. Und Knochenmehl. Besorg ihm das mal, ja. Besorg's mir bitte. Ich besorg's dir, keine Sorge. Ich erwarte auch nichts anderes von dir. Ja, schön trocken. Oder auch nicht. Ist geil, das zu nehmen. Da. Wir haben doch schon irgendwo diesen Pot gehabt, oder? Den Pot? Den Pot. Was für ein Pot? Oben in den drei Dingern da. Was? Hey, die Zombie. Hör ab. Ich krieg meinen Schreck. Die drei Crafting-Tables. Okay, wo bist du? Ach so. Ja, hier, da. Au. Wen hab ich getroffen? Den Baby-Zombie, glaube ich. Hoffe ich. Bonk. Da, genau. Ich hab zwei Erde, glaubt man gar nicht. Mhm. Die muss ich jetzt sofort Frank in die Hand drücken. Oh, die Erde. Wir brauchen Milch. Gut, nee. Dann doch nicht. Wieso klaust du mir das immer? Ich vergesse wieder Maken auszumachen. Okay. Wir brauchen Milch. Wir brauchen eine Kuh. Aber warte, wenn. Also Gras habe ich.
Gras haben wir da, das ist nicht das Problem. Wir brauchen nur noch Erde, um deine Plattform herzustellen. Wir haben Gras. Was Leder. Naja, wo kommen wir jetzt Leder her? Ja, wir brauchen Kühe. Ja, für die Kühe brauchen wir aber Leder und ein Ei. Warum brauchen wir denn für die Kühe Leder und ein Ei? Wir brauchen nur eine große Plattform weit entfernt, wo wir so Gras drauf platzen. Oder so. Dann spawnt der ganze Kram von selbst. Wir brauchen halt jetzt nur noch Dreck. Ja, Dreck wird hier langsam fermentiert, also.